Hier ist die Musik von... von der Flotte. Ganz viele Einsatz. Zweier, Fünfer, Zehner. Nice. So, jetzt müssen wir ihn hier kriegen auf jeden Fall. Aber, oh, scheiße. Falsche Richtung gelaufen. Ich hätte, wäre es doch fast an den Typen dran gekommen. Aber nein. Julia ist wieder doof. Okay, dann düse ich mal hier hinten lang. Komm mal da irgendwo hin. Ah, das ist die Seite. Okay. Ah, oh, Moment. Moment. So, dich mach ich kalt, Junge. Der läuft hier eh nur im Kreis. ...16.000 haben wir noch nicht. ...17.000 haben wir auch noch nicht. Wir müssen hier erstmal ein bisschen aufräumen. So, dann machen wir mal hier. Alles gut bei dir? Scheint nicht so. So, 16.000 hätten wir. Das heißt, wir könnten jetzt das erste Level machen. Ich glaube, wir haben auch alles, was hier so rumliegt. Ne, da ist nur ein Zweier. 20.000. Gut, dann machen wir das erste Level mit den 16.000, würde ich sagen, ne? Ach, Spyro, ey. Zack. Ach, guck mal, das Jäger. Hi, Spyro. Hast du Bianca gesehen? Sie hatte Angst um dich, als du losgezogen bist, um mit der Zauberin zu kämpfen. Sie wollte es sich nicht anmerken lassen, aber sie war ganz krank vor Sorge, bis du heile zurück warst. Ja, ich ja. Ich habe ein altes U-Boot repariert. Willst du vielleicht eine Runde drehen? Lust auf U-Boot fahren? Lust auf U-Boot fahren? Komm an Bord! Okay. Oder gibt's hier die Minen? Ich weiß es nicht. Nummer 1. Mit ganz vielen Edelsteinchen. Ha. Ach komm. War ja klar, dass das gegen die... Oh, den habe ich gar nicht gesehen, dass der da war. Hm. Wunderbar. Oh, das geht ja hier... Das geht ja hier super. Nein! Das müsste jetzt aber klappen. Ja. Wunderbar. Das heißt, glaube ich, dass wir hier alles haben, ne? 17.000, das heißt aber, wir können ins nächste Level schon. Ja, gut, würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder, ne? Müssen wir hier hin. Ne? Ist doch richtig. Ja. Sehr gut. Ne, da will ich nicht hin. Ich will wieder raus. So. 17.000 war hier.
Oh nein! Oh no! Schau dir das mal an! Das hier ist die schnellste Turbo-Snowboard-Piste der Welt. Den Rekord halten die 6 Super-Yetis mit ihren aufgemotzten Schneerutschern. Ich wette, du kannst es mit ihnen aufnehmen. Wenn du gewinnst, bekommen wir einen ganzen Haufen Schätze. Wenn du verlierst, muss ich die Piste sauber lecken. Na, ja. Bereit fürs Rennen? Dann hoffe ich, dass wir verlieren. Weiter so! Nur nicht verlieren, sonst ist meine Zunge Eis am Stiel. Was war das denn? Oh, okay, man kann die total schön zerstören. Ja, Gottes Willen. Dieses Weggedotze da, ne? Dotz! Was ist das denn, ey? Okay, eine Runde noch. Die Frage, wo ist der gute Mann? Der Erste. Da vorne. Oh, Spyro, ey, bleibt er da an dem Ding hängen? Oh! Bitte, 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 bitte. Jawohl! Du hast sie dastehen lassen wie von Frostbeulen geplagte, plattfüßige, sirupflürfende, Bleihosen tragende, schielende Gletschertrolle mit Sperrholzbrettern auf Sandpapier. Noch dazu haben wir was Nettes gewonnen. Jo! So, alle Edelsteine voll in die Fresse von Spyro. Ja? Hört das auch mal auf? Dankeschön. Darf ich jetzt? Okay. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier eine Trophäe gibt für den Streckenrekord. Deswegen versuche ich es einfach mal. Vielleicht klappt es ja auf Anhieb, was ich eher nicht glaube. Ja. Yep. Jo. Mann, ey, das ist so verbuggt hier, ey. So wird es auf jeden Fall nix. Dann hole ich, glaube ich, erstmal hier die Edelsteine. Und guck dann einfach nach. Genau, ich guck einfach nach, ob es dafür eine Trophäe gibt. Wenn nicht, dann lasse ich es einfach. Zack, aus, boom, bang. Ich glaube, ich habe mir nämlich schon die Arbeit gemacht im Original. Und da gab es überhaupt nichts für. Tja, so macht man das.
tuckern mal hier schön gemütlich lang. Versuchen alles aufzusammeln. Na, da sind Zweier. Wahnsinn, der Wahnsinn. Okay, so können wir Spyro nicht anwenden. Oben lag noch ein Fünfer, habe ich gesehen. Dürfen wir? Ich glaube, in die falsche Richtung dürfen wir nicht. Also es kann sein, dass uns ein Fünfer hier fehlt. Kann man das auch abbrechen? Rennen beenden. Verlassen. Okay. Dann. Ja, das sieht nach dem Fünfer aus. Müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. So. Rennen beenden. Verlassen. Okay. Jetzt werde ich aber mal gerade gucken. Ne, doch, war doch richtig. Achso, das sind die letzten beiden Trophäen, die uns fehlen. Wolkentürmer Eisspitze. Zerstör 6 eisige Sachen mit den Kanonen. Okay. Gleite mehr als 5 Sekunden lang. Und lande sicher. Ah, das ist Wolkentürmer. Ach nee. Da müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, das sind die letzten beiden Trophäen, die uns noch fehlen. Das heißt, hier gibt es dann gar nichts mehr. Das ist schön. Gut. Dann müssen wir uns nämlich nicht mehr mit diesen, mit der Dings da rumplagen. Sind wir jetzt schon hier? Tatsächlich. Okay. Ist das für immer? Ich glaube nicht, ne? Nee. Schade. Schade, schade. Wir müssen hier auf jeden Fall die... Das sieht aber auch so schön, von oben sieht das so schön aus, ne? Hier die Schafe kaputt machen. Damit wir in das 20.000er Level reinkommen können. Ach, unsichtbare Wände. Okay. Drei von sieben haben wir. Okay, das geht aber sehr langsam runter, die Zeit. Das ist schön. Ach, komm. Ach. Also das finde ich ein bisschen bescheuert. Da ist das schon... Man muss ja quasi hier lang fliegen und dann ist das so bescheuert programmiert. Ja, das... Nee, das war nicht... Also das erste Mal ja, das zweite Mal nein. Okay. Eins noch. Das, was immer hier durchfliegt. Wo bist du, mein Sohn? Licht, mein UFO mit Schaf drin. Na, wo sind sie denn? Oder ist das eins, was hier unten irgendwie lang fliegt? Ich hole mir mal neue Energie.
Was ist das da hinten? Kommen wir da hin? Oh, schade. Ich hätte aber nicht gedacht, dass wir so weit überhaupt wegkommen. Ah, guck mal hier. Guck mal hier, was ich da sehe. Da ist so ein UFO, was da rumfliegt. Was wir auch gesucht haben. Aber ich habe echt nicht gedacht, dass wir so weit rausfliegen können, ne? Spaß. Bist du hin? Da! Fick dich. Fick dich. Help. Yes. Okay, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich die 20.000 haben. Ne? 100% des Levels abgeschlossen. Was kriegen wir denn? Das ist jetzt Superflamme, was wir da kriegen. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Was ist denn hier drinne? Weiß ich nicht. Irgendein Level. Ach, der erneute Kampf gegen die Zauberin. Wie sie das geschafft hat, Spyro. Aber die Zauberin hat den letzten Kampf überlebt. Sie hat die ganze Zeit hier gewartet und ihre Magie für dich aufgespart. Ich kann mir nichts Beschisseneres jetzt vorstellen als das. Auf dem UFO gegen die Zauberin kämpfen. Das ist das Schlimmste, was mir passieren kann. Sieg hast du mit meiner fliegenden Untertasse. Ich habe ihr zusätzliche Feuerkraft und unbegrenzte Flugzeit verpasst. Der Rest liegt an dir. Du bist so weit gekommen, Spyro. Das schaffst du auch noch. Halt die Fresse. Das lässt sich jetzt zum Glück besser steuern, also um einiges besser. Wo bist du denn? Da. Das läuft doch einwandfrei hier. Das war ja mal... Also... Yin-Yang! Ah! Zwei Stück. Und nochmal. Das werden wir auch wieder überspringen, denn wir haben ja noch was zu tun. Haha. Wir müssen noch zwei Trophäen holen. Und dann sind wir durch. Tülütütü. Wo starten wir denn jetzt? Ich schätze mal Mitternachtsberg. Heißt das so? Ich weiß nicht, wie die Level heißen, ey. Mitternachts... Wintertundra. Na? Ja. Dürfen wir? Ich glaube nicht, dass wir... Doch, wir dürfen reisen. Sehr geil. Mitternachtsberg 111%. Alles klar. Jetzt müssen wir gucken. Wolkentürme und Eisspitze. Wolkentürme und Eisspitze. Wolkentürme? Mach mal da schon mal. Geh mal da schon mal hin. Ich weiß nicht mehr genau, was wir da machen müssten. Ja, genau. Fünf Sekunden lang
fliegen und sicher landen. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Auf jeden Fall, also das, was am sinnigsten wäre, also was am sinnigsten wäre, zur höchsten Plattform und dann zur niedrigsten hinfliegen. Das würde am meisten Sinn machen. Waren doch 5 Sekunden, oder? Oder war das mehr? Ey. Moment, jetzt wollte ich die Trophäen nochmal gucken. Gleite mehr als 5 Sekunden lang und lande sicher. War hier nicht irgend so. Nee, das war nicht hier. Verdammt. Das sind keine 5 Sekunden. Ich weiß nicht, ist das... Ich probiere es einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, das war's nicht, aber es... Oder ist mit dem Lande sicher gemeint, dass man, dass man nicht schweben soll. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, die Plattform da hinten ist noch einen Ticken höher als das hier. Jedenfalls sah das gerade so aus. Weiß ich nicht. Also da könnten wir hin. Ja, hier ist scheiße. Ich flieg einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Zähle anscheinend zu lang. Zu schnell. Zu lang. Aber ich könnte, also es, das muss in jeder Welt sein. Moment. Hat der uns nicht so weit nach oben geschossen? Also so weit, so extrem hoch. 1, 2. Wow. Das war bestimmt, weil ich damals den Flug abgebrochen habe oder so. Okay. Eisspitze. Eisspitze. Da. Da sollen wir 6 eisige Sachen mit der Kanone kaputt machen. Haben wir da irgendwas so kaputt gemacht? Ah, wir haben bestimmt irgendwas mit den TNT-Dingern kaputt gemacht. Ja, das ist möglich. Okay. Also, das wird jetzt ein bisschen länger dauern, weil wir quasi das ganze Level nochmal durchgehen müssen. Aber das kriegen wir schon hin. Okay. Eins. Zwei. Zwei hätten wir schon. Ja, ist okay. Zwei. Drei.
4. 5. Sechs. Tada! Tada! Die Party des Jahrhunderts. Gut, das heißt, wir haben Spyro 1, 2 und 3 auf Platin. Ja, dann darf ich das Spiel beenden. Und dann können wir uns nochmal, die Credits angucken. So. Die werde ich nämlich nochmal durchlaufen lassen. Ja. Was soll ich sagen? Also ich muss im Endeffekt, muss ich sagen, dass die Reihenfolge, in der mir die Spiele gefallen haben, auch die Reihenfolge ist, wie wir sie gespielt haben. Also Teil 1 war der beste, Teil 2 der mittlere und Teil 3 war halt Teil 3. Teil 3 ist sowieso mein... Ja, ich weiß, also Teil 3 ist irgendwie so gleichzusetzen mit Teil 1 so ein bisschen. Damals, aber jetzt bevorzuge ich einfach Teil 1. Also Teil 1 war hier in der Trilogy der beste Teil mit Abstand. Weil halt auch der Vergleich viel extremer war, weil Spyro 1 sehr viel hässlicher war als 2 und 3. Also in der Originalfassung. Und Spyro 1 sieht halt hier so gut aus und es lässt sich so gut spielen. Ja, das... Die Probleme, die mir jetzt aufgefallen sind, war halt immer noch dieses Flattern, dass das, wenn man kurz nachdem man anfängt zu fliegen und dann flattert, dass der Flug einfach abgebrochen wird. Und halt Schwierigkeitsgrad von Minispielen. Halt extrem einfach. Das, wo ich jetzt heute wirklich dran gehangen habe, war das Ding mit Bentley, wo wir da die Maulwürfel kaputt machen mussten. Und das hing eigentlich nur daran, weil ich nicht gesehen habe, wo die Dinger aus dem Boden gekommen sind, weil die Kamera einfach gegen den Spieler spielt. Weil die ist viel zu nah dran und du musst sie halt selbst steuern. Das war halt scheiße. Und das war im Original nicht so. Da hatte ich einen festen Punkt, also war weiter weg und hatte fast einen festen Punkt. Also sie ist zwar immer noch mitgekommen, so ein bisschen, aber halt nicht so wie hier. Und, oh ja, fällt mir gerade ein, der Kampf gegen die Königin mit dem UFO. Der zweite Kampf mit dem UFO war super easy. Die Steuerung war auch gut, weil die Kamera nicht so extrem fixiert war auf die Königin, glaube ich. Das war nämlich das Problem bei dem ersten Kampf, weil da hat sich das UFO überhaupt nicht mehr richtig steuern lassen irgendwie deswegen. Oder ich war zu blöd, das Ding zu steuern, keine Ahnung. Also für mich, mir hat das Problem gemacht, so das UFO zu steuern. Ja. So, ich finde, für Leute, die Spyro noch nie gespielt haben, ist das eigentlich eine ganz gute Spielesammlung, nenne ich es jetzt mal. Aber ich bevorzuge dann immer noch, also Spyro 1 würde ich auf jeden Fall immer die Trilogy-Fassung nehmen. Also in Reignited Trilogy-Fassung. Und Spyro 2 und 3 immer die Originalfassung. Wobei ich würde sagen, Spyro 1 Reignited, Spyro 2 Original, Spyro 3 einfach gar nicht spielen. Weil ich finde Spyro 3 irgendwie, ich weiß nicht. Das ist mir, das ist nicht so meins irgendwie. Das ist, sie wollten einfach zu viel. Sie wollten zu viel Neues reinbringen. Die extra Charaktere finde ich nicht gut. Also es sind auch zu viele irgendwie. Das hätte mir gereicht, wenn es nur Sergeant Bird und Sheila gegeben hätte. Das hätte voll und ganz gereicht und dann mit denen halt ein paar mehr Level. Aber Bentley und Agent 9 hätte man... Weil mag ich nicht. Keine Ahnung. Also das mit dem... Bei Agent 9 war das ja noch so, dass man da diese Ego-Perspektive hatte und diese Rail-Shooter machen konnte. Aber das hätte man im Endeffekt dann auch mit Sergeant Bird umsetzen können. Weil Sergeant Bird halt auch Waffen hat. Und ja. Aber das ist jetzt halt allgemein zu Teil 3 gesagt. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Reignited Trilogy, sondern halt auch aufs Original. Ja, was ich... Anderer Satz fällt mir auch gerade ein, was ich komisch fand. Im zweiten Teil
war der Tanz von dem Skelett irgendwie abgewandelt anders. Also ganz anders irgendwie. Und im dritten Teil war der dann wieder fast so wie im Original. Wobei, da hat er auch, glaube ich, die Salti, richtig gemacht. Wo das im dritten Teil ja irgendwie also im Original, wo es da irgendwie kaputt war. Das war, irgendwas hat da nicht gestimmt. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Aber was ich loben kann, also was ich richtig loben kann, sind die Zwischensequenzen. Weil die gefallen mir richtig gut. Also allgemein, in allen Teilen, finde ich die super. Schön, mit Humor und so und zwar auch abgewandelt, also es ist nicht 1:1 wie im Original, aber ich finde das gut, wie sie es gemacht haben. Ja. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht mehr sagen. Also ich finde, ich habe das jetzt schon so oft gesagt, also Teil 1 Lieblingsteil, Teil 2 Zweitlieblingsteil, Teil 3 kann man auch mal im Regal stehen lassen. Gut, dann kann ich euch ja erzählen, was jetzt als nächstes kommt. Denn ich werde jetzt mal die ganzen Sachen von meinem Stream hochladen. Also The Room 2 wird dann auch noch irgendwann kommen, weil Stream wollte ich dann auch noch bald. Und dann Tony Hawk, genau, das wird ja auch beim nächsten Stream fertiggestellt. Also 3 Projekte hätte ich auf jeden Fall, die da kommen. Und wenn die durch sind, wird, schätze ich mal, ich bin mir noch nicht so 100% sicher, aber ich schätze mal, dass ein NES-Spiel kommen wird, wovon ich auch schon ein paar Spielchen gespielt habe. Und das, jetzt müsstet ihr eigentlich wissen, was dann wahrscheinlich kommt. Gut, dann hoffe ich, dass euch dieses Let's Play, beziehungsweise dieses komplette Trilogy-Let's Play gefallen hat. Ich hoffe, euch hat gefallen, mit den Trophäen, dass ich da auch mal ein bisschen drauf eingegangen bin. Muss ich jetzt noch dazu sagen, ich fand lustig, wie viel Arbeit ich noch rein investieren musste im zweiten Teil, wie viele Trophäen ich da verpasst habe, beziehungsweise nicht gemacht habe. Und hier im dritten Teil waren das einfach nur 2 Stück. Die eine hätte ich bekommen können, wenn ich nicht immer so schnell unterwegs gewesen wäre, das mit den 5 Sekunden Fliegen. Und, ja, das mit dem Eis-Ding da, also diese Eisteile zerstören, das hätte ich eigentlich auch hinkriegen können, wenn ich da, glaube ich, keine TNT-Kiste reingeschossen hätte. Gut, ja, ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Let's Play oder beim nächsten Stream oder wie auch immer wieder. Tschüss!